Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu GPL Spieltag Nummer 10. Gut, Leute, die GPL, ne? Ich hatte so extrem Angst vor diesem Kampf, denn in diesem Kampf geht es um richtig, richtig viel. Wir haben jetzt in diesem Kampf, also wir sind jetzt ja momentan Sechster. Und wenn wir diesen Kampf gewinnen, das sage ich ja meistens immer vorher, wenn wir diesen Kampf gewinnen, haben wir die Chance, Dritter zu werden. Und wenn wir verlieren, haben wir die Chance, Achter zu werden. Das heißt, 5 Plätze insgesamt, die wir hier rumgeswitcht werden können. Und natürlich will ich versuchen, weiter nach oben zu kommen. Wenn wir gewinnen, sind wir auf jeden Fall schon mal zu 100% sicher auf Platz 5. Denn Daumkino ist mit einem Punkt vor und also 2 Plätze über uns auf Platz 4. Und ja, das Ganze ist wieder nicht live kommentiert. Ich glaube, wenn ich ihn live kommentiert hätte, ich wäre gestorben. Keine Ahnung. Der Kampf war echt gut. Ich habe mir die komplette Woche, habe ich mich echt ultra gut drauf vorbereitet. Ich habe mir verschiedene Taktiken ausgedacht. Das Gute ist hier an dieser Sache, dass ich mit 5 von 6 Pokémon gerechnet habe. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal direkt zur Team-Preview. Auf meiner Seite sehen wir Zoroark, wir sehen Dragoran, wir sehen Glurak, wir sehen Nidoking, wir sehen Chennaira und wir sehen Austoss. Auf Daumkinos, also Daniels Seite, sehen wir Victini, Meistergriff, Milotic, Marmutil, Donphan und Heatran. Okay, Freunde. Ich würde sagen, wir starten auch direkt mit dem Kampf. Es war einfach so krass, ne? Der Kampf, also ich nehme jetzt gerade dieses Video auf, der Kampf wurde gestern gemacht. Und heute ist heute. Ihr wisst zwar nicht, welcher Tag, aber egal. Ellie lead auf jeden Fall mit seinem Heatran, Leute, die GPL. Der vorletzte Spieltag, Ellie mit seinem Heatran und ich leade mit meinem Zoroark. Ich habe mir gedacht, okay, mit Zoroark kann ich nicht viel machen, deswegen wechsle ich lieber raus auf Chennaira. Ich kann zwar auch mit Chennaira nicht viel machen, aber was will er großartig mit Heatran gegen Chennaira machen? Aber er geht direkt für den Brüller, weil er nämlich gedacht hat, dass ich ein Shell Smash Austoss bin, deswegen wollte er mich rausbrüllen. Ich bekomme jetzt wieder mein Zoroark. Das heißt, der Switch war vollkommen egal. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, gehe ich einfach für einen Fußtritt. Ich glaube, ich habe die Chance zu Free-Hit KO'en. Ich habe mir schon gedacht, dass die Tarnsteine jetzt rauskommen. Die Tarnsteine sind natürlich extrem schlecht und manche von euch denken jetzt wahrscheinlich, ja, du hast ja sowieso keinen Spinner dabei. Aber Leute, ihr seht noch einige Überraschungen. Er geht jetzt hier auf jeden Fall für den Brüller und ich habe gehofft, dass er Nidoking rausbrüllt. Und wir bekommen tatsächlich Nidoking. Also da war ich echt ultra glücklich. Denn zum Beispiel Glurak oder so wäre richtig schlimm gewesen. Er bekommt hier auf jeden Fall sein Milotic und ich bin einfach straight für die Erdkräfte gegangen, wollte hier nichts predicten, wollte einfach safe bleiben, weil egal was er hätte reingeswitcht, durch die Erdkräfte hätte er eine Menge Schaden bekommen. Und ich will jetzt hier mein Nidoking aber wieder zurück, denn naja, es ist halt ein Milotic. Und wir sind ein Nidoking. Ich glaube, das erklärt sich von selber. Und ja, ich habe jetzt hier meinen Chennaira draußen. Er geht fürs Siedewasser. Ich habe gehofft, bitte kein Burn, bitte kein Burn, bitte kein Burn. Und er bekommt den Burn. Es ist zwar nicht schlimm auf Chennaira, es ist echt nicht schlimm. Aber man will es halt echt trotzdem nicht. Denn jetzt habe ich eine Runde. Ich könnte zwar, also er geht jetzt für die Genesung. Ich könnte zwar rauswechseln für die innere Kraft. Aber ich wollte halt nicht rauswechseln. Nicht bei Milotic. Deswegen gehe ich hier für eine Aromakur. Und ich habe mir zu 99% gedacht, dass wir jetzt schneller sein werden und dass er für die Drachenroute geht. Ich saß hier und wirklich, ich bin jetzt schneller, ich bin jetzt schneller. Und tatsächlich war ich auch schneller, denn seine Taktik war es hier im Spiel, dadurch, dass ich so viele Boost-Pokémon, also Setup-Pokémon habe, hat er einfach versucht, meine einzelnen Pokémon rauszubrüllen und mit Tarnsteinen Damage ordentlich zu schaden. Hier bekommen wir jetzt wieder das Pokémon, was ich haben möchte, nämlich unser Austoss. Ihr fragt euch jetzt, ja, was willst du großartig mit deinem Kingstein-Austoss gegen Milotic machen? Aber Leute, ihr könnt mir alles verzeihen, was ich jemals mit meinem Kingstein-Austoss gemacht habe. Das hier ist nämlich mein physisch-defensives Austoss. Der ATV Drachenroute geht leider daneben. Hat jetzt nicht so krass gemeldet, weil es wären sowieso keine Steinchen mehr da gewesen. Ich habe aber nochmal einen Free-Turn, um meine Stachler rauszulegen. Er geht jetzt hier für die Drachenroute und Leute, schaut euch den Damage an. 3 KP. Und er kriegt auch noch Beulenhelm-Damage. Wow. Gut. Und ich habe wirklich gehofft, dass wir jetzt Glurak bekommen. Die Sache ist jetzt, die Leute, das ist kein normales Glurak. Und zwar ist das ein physisches Glurak.
Ich hätte mit diesem physischen Glurak wirklich viel machen können. Aber Notschutz Milotic ist halt einfach holy shit. Es ist so krass defensiv. Ich gehe jetzt hier auf jeden Fall für den Drachentanz, weil ich mir gedacht habe, okay, geht bestimmt nicht für die Drachenroute. Er geht entweder für den Angriff oder für die Genesung. Ich habe mir gedacht, eher für die Genesung, weil ich meine, ich hätte ja auch angreifen können. Ich glaube, ein Solar Beam hätte von dort auch aus gereicht. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Deswegen bin ich halt für den Drachentanz gegangen. Und Leute, es ist ein Notschutz-Milotic, wirklich. Und dafür, dass dieser Flammenblitz resistet ist, macht ihr echt guten Schaden. Das sind 40-45% auf einem fucking Milotic. Er hat halt leider die Drachenroute drauf. Sonst hätten wir uns noch weiter boosten können und hätten mit Glurak hier wirklich durchsweepen können. Wir bekommen hier auf jeden Fall wieder unser Nidoking. Und die Sache ist einfach die, dadurch, dass jetzt halt für die Drachenroute gegangen ist und der Flammenblitz war halt echt wichtig, weil er kann einfach nichts mehr aus meinem Team outspeeden, von daher muss er Milotic sterben lassen. Er hätte es eventuell noch als Death Order benutzen können, aber wie gesagt, was will er in die Erdkräfte reinzwitchen? Es gibt nichts, wo er reinzwitchen könnte. Er geht jetzt hier auf Donphan und ich bin jetzt hier ein bisschen risky gewesen. Und zwar gehe ich für die Erdkräfte, weil ich damit gerechnet habe, dass er den Switch prediktet und einfach für einen Turbo-Dreher reagiert. Aber er geht sogar für einen Abschlag, denn er hat nämlich gedacht, dass ich eventuell auf meinen Konter-Shanaira wechsel deswegen, und er wollte halt unbedingt den Evoliten weg haben. Er hat mir im Nachhinein gesagt, er hat 3 Pokémon in seinem Team mit dem Abschlag. Er geht hier nochmal für einen Eissplitter für ein bisschen Free Damage, lässt hier aber auch seinen Donphan sterben. Kann ich aber absolut nachvollziehen, denn auch Donphan ist langsamer als, ich glaube, so gut wie langsamer. Ja doch, ich glaube langsamer als jedes meiner Team-Pokémon. Ich habe sehr schnelle Pokémon dabei, Prio-Pokémon dabei. Mein Austausch hat zum Beispiel Turbodreher, Giftspitzen, Stachler und Eissplitter. Er holt jetzt hier auf jeden Fall seinen Meistergriff raus. Er hat einen Eisenfaust-Meistergriff und naja, bei diesen 8 KP reicht da auch ein Tempohieb. Ich meine, das ist ein Meistergriff. Wie viel Angriff hat Meistergriff? Zu viel. hier geht auf jeden Fall Nidoking sterben. Ich hole jetzt hier mein Drago-Arm raus, weil ich halt wieder so ein bisschen rausprovozieren wollte, meinen Schwächenschutz zu aktivieren. Und die Sache ist jetzt halt die, er geht für einen Abschlag und ja, er könnte mich jetzt mit einem Eisheap finishen. Nur die Sache ist die, also wir gehen jetzt hier für eine Drachenklaue, die reicht natürlich nicht, und er geht für Katapult. Er hat nämlich vorher immer gegen mein Team gekämpft, er trainiert immer gegen verschiedene Teams und Glurak hat ihm am meisten Probleme in diesem Kampf gemacht. Deswegen wollte er halt unbedingt eine hundertprozentige Genauigkeit-Attacke für Glurak haben, wobei ich ihm im Nachhinein auch noch gesagt habe, dass sein Victini ja Triumphstern hatte und er hätte auch Steinhagel auf seinem Meistergriff spielen können. Es hätte auch eine hundertprozentige Genauigkeit, soweit ich weiß. Ich gehe jetzt hier nochmal auf den Turbo-Tempo, einfach für ein bisschen Free-Damage. Was sogar sehr gut war, er geht hier nämlich für einen Steinhagel und er war nämlich gescarft. Es war sogar sehr gut, dass er für einen Steinhagel gegangen ist und nicht für eine Eisattacke, weil ich hätte ja auch auf Austausch wechseln können. Aber ich habe mir gedacht, komm, wenn du schon dein geboostetes Dragoan draußen hast, wechselst du einfach raus. Und hier sehen wir jetzt, Leute, das tut mir so leid. Das hier ist jetzt mein Zoroark, ja? Und ich habe mir gedacht, ich gehe für einen Strauchler. Weil mit Strauchler bin ich halt einfach safe gegen Marmutil. Er wechselt auf Heatran, wollte Heatran höchstwahrscheinlich als Death Order benutzen und er hat halt, wie gesagt, gedacht, dass es mein Shanaira ist. Und ich gehe jetzt hier für einen Fußtritt und Leute, guckt euch Daniels Live-Aufnahme an. Guckt sie euch wirklich an. Ich kann es euch echt empfehlen. Ich habe sie selber auch noch nicht gesehen, möchte sie aber auch unbedingt sehen, denn er holt jetzt hier seinen Victini raus, sein Choice Bags Victini. Und wir gehen auf den Tiefschlag. Und der killt Victini nicht ganz, aber er geht für einen Psychoschock. Er hat echt, auch nach dem Fußtritt, auch nach dem Strauchler, hat er nicht gemerkt, dass das mein Zoroark ist. Er kennt sich wirklich null mit Zoroark aus, hat er mir nachher dann gesagt. Deswegen, Leute, unterschätzt niemals Zoroark. Zoroark ist ein Monstrum. Ich bin jetzt einfach safe in den Tiefschlag gegangen. Ich wusste nicht, dass er gechoiced ist. Er geht jetzt hier für ein Erdbeben. Wir haben auf jeden Fall unseren Focus Sage. Von daher können wir auf jeden Fall einen Angriff überleben. War sogar Crit. Wie gesagt, mit dem Fokus-Gurt können wir durchhalten. Hier kommt jetzt unser Zoroark, das ist wieder unser Mix-Zoroark. Ich gehe für einen Strauchler, der tötet Marmutil. Und sein letztes Pokémon ist jetzt Victini. Wie gesagt, wir haben den Tiefschlag. Von daher, Leute, das hat mir echt so leid getan, dass er da für den Psychoschock gegangen ist. Er hatte sogar den Zauberschein auf Victini drauf, auf seinem Choice-Bags Victini. Wir können jetzt hier aber auf jeden Fall für den Tiefschlag gehen und damit dieses Victini ausschalten. Und damit haben wir einen 4-0-Sieg. Leute, die GPL, ne?
Ich sag's immer wieder, es ist aber so heftig. Wir haben am Ende noch übrig gehabt unser physisch-defensives Austausch, unser physisch-offensives Durak, unser Mixed-Durak und unser Evoliten-Shanaira. War aber trotzdem im Großen und Ganzen ein sehr schöner Kampf. Ich war echt so am Verzweifeln die ganze Woche über und ich habe mir so Sorgen gemacht, weil daher ist auch ein Gegner, den sollte man echt nicht unterschätzen. Die Sache, also sein Nachteil hier war jetzt einfach, er kennt halt Zorak wirklich gar nicht. Zorak ist halt, wie er auch selber gesagt hat, Zorak ist sehr unterschätzt. Von daher sieht man es halt auch sehr, sehr wenig. Und damit, und es, die Leute befassen sich halt nicht mit Zorak. Und zum Beispiel, weiß ich nicht, also klar, so nach einem Strauchler und nach einem Fußtritt von Shanaira hätte man eventuell sich denken können, aber er wusste es halt einfach nicht. Von daher war ich hier mit Zorak ziemlich safe und ich wusste aber auch nicht, dass er das nicht wusste. Also ich habe das jetzt nicht zu meinem Vorteil ausgenutzt, im Nachhinein im Spielgeschehen schon, aber naja. So Freunde, das war der 10. Spieltag. Nächste Woche kommt der letzte Spieltag der Hinrunde und dann erwartet euch ein Extra-Video in der Woche, wo halt die GPL also ausfällt, da ist sozusagen die Pause. Und ja, die GPL, ne? Ich denke die ganze Zeit irgendwie, ich habe was vergessen zu sagen, aber ich glaube nicht. Oder? Gibt's noch irgendwas Interessantes? Ich denke nicht. Schaut auf jeden Fall bei Daumenkino vorbei. Schaut euch seinen Live-Wi-Fi-Kampf an. Ich werde ihn mir auch auf jeden Fall angucken, weil ich möchte einfach wissen, was er sich in dem Moment gedacht hat. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst doch eine positive Bewertung da. Nächste Woche gegen Kaffee. Ich habe wirklich großen Respekt vor Kaffee. Jetzt, es gibt jetzt vielleicht Leute, die sagen, ja, Kaffee ist doch letzter, der hat doch nur einen Sieg momentan. Ich weiß halt nicht, wie heute der Spieltag für ihn aussieht und keine Ahnung. Aber das haben auch die Leute damals bei Pokémon Fakten gesagt und ich habe halt trotzdem verloren. Von daher, ich will mich da nicht auf der sicheren Seite, also auf die sichere Seite begeben und einfach trotzdem alles geben. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Die GBL, Leute, die GBL. Und bis dahin würde ich sagen, ciao. Oder so. Tschüss.